dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr seht diesen Riesenstapel hier links, beziehungsweise für euch rechts neben mir stehen. Und das hat nämlich folgenden Grund. Ich will euch einmal erzählen, welche Reihen ich 2016 alle so beendet habe. Das waren einige. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, 16 Reihen zu beenden. Von diesen 16 Reihen habe ich nicht wirklich alle geschafft, sondern nur so einige. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch gar nicht den Zettel mitgenommen mit den Reihen, die ich eigentlich beenden wollte. Das waren aber wirklich nicht viele von denen, die ich dann tatsächlich beendet habe. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht schmerzt mir das zu sehr in der Seele, diese Reihen weiterzulesen und ich will das einfach aufschieben. Das kann tatsächlich sein, weil da so Reihen wie Chroniken der Unterwelt dabei sind. Oder Obsidian, die Reihe, oder ich weiß es gar nicht. Es sind auf jeden Fall ziemlich tolle Reihen dabei gewesen und da hat mir das sehr im Herzen weh getan, die dann zu beenden, weil das immer nicht schön ist. Aber trotz alledem habe ich einige Reihen beendet. Es waren 20 Stück an der Zahl. Ich verlinke euch alle genannten Bücher und etwaige Reihenvorstellungen, die es tatsächlich zu einigen davon gibt, in der Infobox. Ansonsten würde ich sagen, wir starten durch. Aber bevor wir das tun, wertschätzen wir einmal meine tolle Lightbox da hinten. Ach, ist sie nicht schön? Ich liebe sie. Ja, muss man haben, muss man haben. Ich verlinke euch auch die mal in der Infobox, weil ich schon gefragt wurde, wo ich die her habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten durch und die erste Reihe ist. Jetzt habe ich ist gesagt, bevor ich die Bücher überhaupt unten hatte, aber egal, ich halte sie euch jetzt hoch. Und zwar ist das die Firelight-Trilogie von Sophie Jordan aus dem Löwe Verlag. So sehen sie vom Buchrücken aus und die Cover sind diese Schätze. Hier sind sie nicht ein Traum, die schimmern alle so. Das ist der dritte hier, der so lilafarben schimmert. Das ist der zweite und das ist der erste. Das ist eine Reihe oder beziehungsweise Trilogie über ein junges Mädchen, welches sich in einen Draki verwandeln kann. Sie lebt mit ihrem Clan abgeschottet, doch eines Tages beschließt ihre Mutter aus dem Clan zu fliehen, was ihr eigentlich gar nicht so zusagt, also unserer Protagonistin. Doch in der normalen Welt, in der menschlichen Welt, lernt sie dann Will kennen und durch ihn verändert sich alles. Und was es da genau auf sich hat und wie das Ganze weitergeht, müsst ihr selber lesen. Für mich war das eine Reihe, die sehr durchwachsen war. Ich habe auch beschlossen für diesem Video, ich werde denen insgesamt Punkte geben, also für alle drei Bände. Im Durchschnitt würde ich dieser Reihe 3,5 bis 4 Sternen geben. Toll. Und jetzt weiß ich nicht, wohin mit diesen ganzen Büchern. Fußboden ist immer eine gute Lösung. Ich hoffe, das macht mein Fokus dann auch auf Dauer mit. Ich habe 2016 dann auch noch beendet. Ach Gott, die sind so fett, ich kann sie gar nicht hochheben. Nämlich die Herz aus Glas Trilogie von Katrin Lange. Das sind diese hübschen Bücher. Sie sind ein absoluter Traum, oder? Ich finde sie so, 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 so schön. Das sind die Buchrücken. Und, oh Gott, motorisch sehr unfähig heute. Das sind die Cover. Das hier ist Band Nummer 3, dieser schöne blaue. Das ist Band Nummer 2. Und dieser hier ist Band Nummer 1. Ja, in dieser Trilogie geht es um, wie heißt sie, Juli. Und Juli wohnt bei ihrem Vater und dieser möchte nach Martha's Vineyard oder Vineyard, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, das ist eine Insel. Und dort lernt sie dann David kennen oder David, weil er halt französisch ausgesprochen wird. Der ist der Sohn von einem ziemlich reichen Typen. Dem geht es aber überhaupt nicht gut. Der ist in einem ziemlich schwarzen und tiefen Loch, weil seine Ex-Freundin wohl gestorben ist. Und das setzt ihm ziemlich zu, besonders weil die beiden verlobt waren. Und was genau alles dahinter steckt und ob ein Fluch auf diesem Anwesen, in dem David wohnt, lebt, steckt, meine ich natürlich. Das müsst ihr selbst herausfinden. Ich fand es echt, echt gut. Der erste war für mich fast sogar der schwächste. Die anderen beiden waren einfach top, von Band zu Band besser. Also glatte 4,5 Sterne für alle drei. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr hier bei dieser Reihe auf jeden Fall nach dem ersten Band weiterlesen müsst, weil sie wirklich kontinuierlich besser wird. Das hätte ich mal noch dazu sagen müssen, weil sonst ist das vielleicht etwas irreführend, weil es wird echt von Band zu Band viel, viel besser. Die nächsten Schätzchen hier auf meiner Liste sind die Touched-Bücher. Das sind sie, die kennen wahrscheinlich viele, viele, viele von euch. So sehen die Goldstücke aus. Wirklich traumhaft schöne Cover, wie ich finde. Und ja,
Das hier ist der dritte, der gelbe, das ist der zweite, der grüne und der orange-rötliche ist der erste. In der Touch-Reihe geht es um, wie heißt sie denn nochmal, Remy. Und Remy besitzt eine seltene Gabe. Sie kann nämlich durch eine Berührung Menschen von Krankheiten heilen. Das überträgt sie dann automatisch auf sich selber. Eines Tages passiert etwas mit ihrer Mutter und sie muss plötzlich zu ihrem Vater ziehen und dort lernt sie dann oder trifft sie dann auf Asher und Asher scheint irgendwie etwas zu verbergen. Was genau das ist, das müsst ihr alles selber lesen. Ich fand die Touch-Reihe leider nur so durchschnittlich. Für mich war sie nicht herausragend. Ich mochte, glaube ich, am liebsten den zweiten Band. Die anderen beiden waren okay, aber nicht, nicht umwerfend. Und somit würde ich dieser Reihe 3 Sterne geben. Eine Reihe, die hier liegt, die habe ich echt ziemlich spät gelesen, weil sehr, sehr viele die bereits vor Jahren, glaube ich, gelesen haben. Der letzte ist, glaube ich, auch, ich gucke mal einmal gerade, schon 2014 erschienen. 2013 sogar schon. Also schon vor ewigen Zeiten. Ich war echt lahm. Der erste müsste dann theoretisch gesehen, wenn die in Einjahresrhythmus rausgekommen sind, 2011 rausgekommen sein. Trotz alledem habe ich sie dann erst 2016 alle 3 in einem Rutsch durchgelesen. Es handelt sich um Kyria, nee, Quatsch, um Cassia und Kai. Oh Gott, ja, immer diese Pärchennamen auf irgendwelchen Dingens. Die Auswahl, die Flucht und die Ankunft von Alec Candy aus dem FJB Verlag. Und ja, ich habe die ganzen als ungekürzte Hörbücher gehört. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie ich bestätigen muss. Ich bin gegen alle Erwartungen durch die Hörbücher da eigentlich echt schnell und toll durchgekommen. Mir hat das sehr viel Vergnügen bereitet, die zu hören. Ich kann die Kritiken zwar verstehen, aber ich fand es durch das Hörbuch gar nicht so schlimm. In dieser Geschichte geht es halt um Cassia und Cassia wird zum Bankett eingeladen. Dort soll sie ihren vom System ausgewählten Partner kennenlernen. Doch es schleicht sich irgendwie ein Fehler ein. Erst sieht sie ein Bild und dann kommt, erscheint auf einmal ein anderes. Und ja, das verwirrt sie zusehends. Und als sie dann noch auf diesen Jungen trifft, der als zweites eingeblendet wird, da ändert sich irgendwie ihre ganze Welt. Was es auf sich hat, müsst ihr selbst lesen. Die Auswahl ist, wie gesagt, Band 1. Das ist dieses Schätzchen hier. Die Flucht ist Band 2. Wop. So, und die Ankunft Band 3. So sehen die halt aus. Ich finde sehr, sehr hübsche Bücher. Und ich fand sie alle im Durchschnitt echt gut. Von daher haben die so 3,5 bis 4 Sterne von mir bekommen. Also überhaupt nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte. Vielleicht lag es auch daran. Ich glaube, wenn man manchmal nicht so hohe Erwartungen hat, gefallen einem die Bücher oftmals dann doch besser, als wenn man zu hohe Erwartungen hat, weil dann sind sie meistens schlechter. So, und die letzten 3 Bücher auf diesem Stapel, dann haben wir nur noch 3. Aha, sind diese 3 Schätze hier. Da war ich auch relativ spät mit. Aber ich habe es jetzt nicht bereut, dass ich so lange gewartet habe. Und zwar die Die Gelöscht-Trilogie auf jeden Fall in Deutsch. Das hier sind sie vom Cover her. Die sehen alle relativ gleich aus. Band 3, Band 2 und Band 1. Und ja, hier geht es um Kyla. Und Kyla wurde gelöscht sozusagen. Sie kann sich ja nichts aus ihrer Vergangenheit erinnern und kommt dann in eine neue Familie, die sie sozusagen großziehen soll. Und eines Tages kriegt sie aber durch bestimmte Aktivitäten, die sie tut, Bruchstücke ihrer Erinnerungen wieder. Und sie muss sich halt entscheiden, ob sie ein Leben im Vergessen führen möchte oder ein Leben im Kampf um ihre Erinnerungen und ihr Schicksal. Und ja, das war eine Reihe, die sehr anregend war. Eine dystopische Reihe, hat mir gut gefallen und ich lese gerne nochmal oder noch mehr von Terry. Die bringt ja auch immer mal wieder ein Buch raus. Ich habe tatsächlich auch alle Bücher, die bislang von ihr erschienen sind, gelesen und ich hoffe einfach, dass sie demnächst mal wieder eine Trilogie rausbringt. So, Staffel 1 beendet. Machen wir weiter mit Staffel 2. So, als nächstes haben wir hier dann auch tatsächlich eine Tetralogie. Das hatten wir noch gar nicht, glaube ich. Das waren jetzt alles Trilogien, die wir hatten. Das war der Trilogienstapel. Am Anfang habe ich mich tatsächlich nur an diese gehalten. Dann habe ich mich aber auch rangesetzt und habe noch längere Reihen beendet, weil es musste einfach mal sein. Und zwar war das dann die Ashes-Reihe
von Ilsa J. Bick aus dem Egmont Ink Verlag. Wunderschöne Cover, wie ich finde. Das ist sie im Überblick. Tolle Farben, ich liebe es. Mein Lieblingscover ist tatsächlich auch der vierte Band. Die Farbe einfach toll ist. Ich mag Petrol total gerne. So sehen sie aus. Sie sehen alle gleich aus. Da ist überall das gleiche Gesicht drauf. Also von daher nicht sehr weltbewegend, aber sehr, sehr hübsch trotz alledem. Und in dieser Geschichte geht es um Alex. Und Alex macht sich eines Tages auf in dem Wald aus einem bestimmten Grund, den ich hier jetzt nicht nennen möchte, weil ich finde, man sollte es selber herausfinden. Und hat einen Plan. Doch kurz bevor sie diesen Plan ausführen kann, gibt es so einen magnetischen Impuls, glaube ich, war das. Und der bringt die ganze Welt durcheinander. Denn auf einmal ist die Welt nicht mehr so, wie wir sie kannten. Und ja, alles andere müsst ihr selbst lesen. Ich fand Band 1 herausragend. Das war ein grandioses Buch. Sehr brutal, sehr eklig an vielerlei Stelle. Trotzdem ein sehr, sehr gutes Buch. Band 2 hat dann deutlich abgenommen. Band 3 fand ich auch grausam und Band 4 war dann wieder besser. Und ja, für mich leider eine sehr durchwachsene Reihe. Fängt an mit einem sehr, sehr starken ersten Band, endet dann mit einem guten Abschluss, der aber leider sehr, sehr offen bleibt. Und von daher für mich eine 3,5-Sterne-Reihe. Ich habe dann noch gelesen von Kai Meier, die Sturmkönige, die Trilogie, die sieht so aus. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr so gut im Hardcover zu erhalten. Im Taschenbuch kriegt man sie meistens auch ganz häufig als Mängelexemplare, als Engelexemplare, auch schön, oder? Und ja, ich finde sie sehr, sehr hübsch. Ich habe sie als Hörbuch gehört. Die gab es gratis auf Spotify, war aber die gekürzte Version. So sehen sie vom Cover aus. Ich finde die Cover einfach richtig hübsch. Die haben so einen orientalischen Flair. Das zieht sich auch durchs Buch. Hier geht es um Tarik. Und Tarik ist der beste Teppichreiter, den es gibt. Das hat auch so ein bisschen, das hat sehr orientalische Fantasy-Elemente. So ein Hauch von Aladdin und Tausend von einer Nacht. Hier gibt es auch Djinns und ja, ganz, ganz toll. Und Tarik, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, der verliert seine große Liebe in der Einöde im Djinnland und eines Tages gerät aber, glaube ich, ein mysteriöses Mädchen, nämlich Sabathea, sozusagen in seine Quere. Und ihre Schicksale sind total miteinander verwoben. Und nach und nach machen sie sich dann auf eine Reise, die sehr viele Gefahren birgt. Und ob sie es überstehen oder nicht und wie das Ganze ausgeht und was es mit dem Tod seiner Geliebten auf sich hat und so weiter und so fort, müsst ihr selbst lesen. Mir hat es absolut gut gefallen. Ich fand diese Trilogie sehr stark von Kai Meier. Und sowas in die Richtung würde ich gerne noch weiter von ihm lesen. Ach so, ich habe gar keine Sterne gegeben, ne? 4 Sterne würde ich dem Ganzen geben. Und jetzt wird es herausfordernd. Mal gucken, ob ich das durchhalte, das die ganze Zeit hochzuheben. Und zwar geht es nämlich weiter mit der Mythos Academy. Das sind sie, die 6 Schätze. Ja, lang hat es gedauert, bis ich die tatsächlich mal beendet habe. Ich glaube, den ersten habe ich 2013 oder sogar, nein, ich glaube, es war 2014 gelesen. 2016 habe ich dann nach dem zweiten, glaube ich, die beiden hatte ich per Buch gelesen, den Rest als E-Hörbuch hinterher geklatscht, weil meine Motivation, es zu lesen, sehr gering war. Ich würde sagen, ich erzähle euch erst was vom Inhalt und dann mehr. Hier geht es nämlich um Gwen Frost und Gwen, wie sage ich es? Die besucht die Mythos Academy. Das ist eine Schule für junge Menschen, die nicht normal sind, sondern besondere Fähigkeiten haben und besondere Abstammung. Auch Gwen gehört dazu, doch mit ihrer Gabe macht sie gerade eigentlich mehr so einen kleinen Nebenjob auf. Und eines Tages stellt sich aber heraus, dass wesentlich mehr hinter ihr und ihrer Familie steckt, als Gwen jemals erwartet hätte. Und sie muss sich ihrem Schicksal stellen, so würde ich das Ganze jetzt mal beschreiben. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich finde, das spoilert alles. Und ja, lest einfach selbst. Ich muss sagen, ich bin mit Gwen gar nicht, auch über die ganzen 6 Bände nicht warm geworden, was es mir sehr schwer gemacht hat, diese Reihe zu lesen. Ich finde, Jennifer E. Stepp hat hier einen sehr ausladenden Schreibstil, einen sehr wiederholenden Schreibstil, was nicht so persönlich meins ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe das alles schon 5-mal gelesen. Und das zog sich wie so ein kleiner roter Faden durch die ganze Reihe. Ich finde tatsächlich Jennifer E. Stepps Black Blade-Reihe besser.
Von daher hat die Mythos Academy leider bei mir nicht diese Position eingeholt, die sie bei vielerlei anderen von euch da draußen hat, was sehr, sehr schade ist. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Somit hat sie nur 4 Sterne als Gesamtes verdient oder bekommen, was auch nicht schlecht ist, aber halt nicht dieses Gehypte widerspiegelt, was halt eigentlich so auf YouTube und Bloggerportalen sozusagen durch die Gegend huscht. Ach, das war ein komischer Satz. Ha, die haben den 2. Stapel auch abgebaut. Das sind die nächsten 3 Bücher davon und auch die letzten 3 Bücher. Dann geht es weiter mit Stapel Nummer 3. Und zwar habe ich hier die Schattentraumreihe von der lieben Mona Kasten. Das ist ja die YouTube-Mona sozusagen. Die Bücher sehen so aus. Das waren ihre Self-Publisher-Bücher. Sehr, sehr hübsche Exemplare, wie ich finde. Und ja. Die habe ich auch gelesen, fand ich gut, habe ich alles zusammen mit Clary gelesen, wenn ich mich recht entsinne. Und hier geht es um Emma und Emma wünscht sich nach dem Tod ihrer Mutter nichts Sehnlicheres als der Finsternis zu entfliehen, die sie irgendwie heimsucht. Sie zieht ja mit ihrem Vater zu ihrer Großmutter, lernt da auch schnell neue Leute kennen und trifft auf Gabriel und irgendwie scheint da eine magische Anziehung zwischen den beiden zu bestehen. Was genau es damit auf sich hat und was hinter Gabriel steckt, das müsst ihr selbst herausfinden. Ich fand's gut, mir hat's gut gefallen. 4 Sterne an dieser Stelle. So, wir machen weiter. Das nächste sind 5 Bände. Ich muss erst mal gucken, welche Reihe ich denn hier jetzt überhaupt habe. Na, kennt ihr sie schon? Nein? Wird doch schwierig so. Und zwar habe ich hier als nächstes die Night School. Oh mein Gott. So eine tolle Reihe, das kann ich vorab schon mal sagen. Night School, da geht es um Ellie und Ellie gerät relativ stark auf die schiefe Bahn durch einen bestimmten Schicksalsschlag, der ihre Familie widerfahren ist. Und ihre Eltern ziehen dann die Konsequenzen und schicken sie auf die Cimmeria Academy. Das ist aber gar keine normale Schule, sondern da befindet sich eigentlich hauptsächlich die Elite Englands, glaube ich. Spielt das Ganze in England, ich meine, ne? Und ja... Ellie fragt sich die ganze Zeit, was sie hier eigentlich zu suchen hat. Nach und nach geht sie dann den Geheimnissen von Cimmeria und ihrer Herkunft auf die Spur. Auf die Spur. Und, ich weiß den Satz gerade nicht richtig. Und als dann auch noch ein Mord geschieht, sieht sie schnell, dass noch viel, viel mehr hinter dieser ganzen Sache zu stecken scheint. Eine ganz, ganz tolle Reihe, durchweg fast 5 Sterne. Ich glaube, 1, 2 Ausreißer gab es, die dann nur 4,5 oder 4 Sterne gekriegt haben. Und es war nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Von daher kriegen die von mir 4,5 bis 5 Sterne. Dann machen wir mal mit einer Dilogie weiter. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Dilogien lassen sich ja eigentlich schnell weglesen und man hat schnell eine Reihe beendet. Das war auch bei diesem hier so. Und zwar ist es von Sarah Shepard, The Perfectionists. Und ja, das sind diese beiden Bücher. Mehr gibt es davon nicht tatsächlich. Das war außergewöhnlich bei Sarah Shepard, sondern sonst meistens relativ längere Reihen auf jeden Fall schreibt. Was ich aber sehr angenehm fand, hier geht es um 5 junge Mädchen, welche alle einen gemeinsamen Feind auf der Schule haben. Er verpönt sie, er verhöhnt sie und eines Tages sollen sie in einer Stunde ein Projekt erarbeiten und dort überlegen sie sich, wie sie ihn am besten umbringen würden. Ein paar Tage später feiert dieser Junge dann eine Party und genau das, was die Mädchen sich ausgemalt haben, passiert. Und die Frage ist, wer ist denn eigentlich der Mörder? Alle 5 geraten natürlich ins Kreuz der Ermittlungen und ob es ihnen gelingt, zu beweisen, dass sie unschuldig sind oder nicht, das müsst ihr selbst herausfinden. Das hat so einen Charme von Pretty Little Liars. Ich meine, das ist auch die Autorin von Pretty Little Liars. Und ich fand's gut. Mir hat's gut gefallen. Ich fand die Auflösung gut. Und ich bin gespannt. Die Autorin bringt ja jetzt Amateurs oder wie es heißt, The Amateurs raus. Ich weiß nicht. Irgendwie so heißt es. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. So, was haben wir denn jetzt hier? Ah ja, nämlich von Alexandra Pilz die Holly Hill Reihe. Das sind diese 3 hübschen Schätze. Einmal die Cover für euch. Ich krieg's nicht auseinander, sie kleben zusammen. Doch, jetzt. So. Eine deutsche Autorin, die hiermit eine ganz tolle Reihe begonnen hat, wie ich finde. Und zwar geht es um Emily. Und Emily geht der Vergangenheit ihrer Mutter auf die Spuren. Die Mutter ist nämlich verstorben und sie wächst bei ihrer Oma auf, wenn ich mich recht entsinne, und fliegt daraufhin nach London, um das kleine Dorf Holly Hill zu suchen, wo ihre Mutter anscheinend aufgewachsen ist. Das gestaltet sich anfangs etwas schwierig, doch eines Tages schafft sie es dann und kriegt das alles so hin, wie sie sich das vorstellt. Doch hinter Holly Hill steckt mehr als nur die Vergangenheit ihrer Mutter. Mehr sage ich dazu nicht und ja, ich fand's gut, mir hat's gut gefallen. Es ist keine herausragende Trilogie, wie ich finde, aber eine gute Trilogie und von daher 4 Sterne. Oh, diese Reihe
Das ist schon lange, lange her, dass ich sie begonnen habe. Das war, glaube ich, im Sommer 2013, kurz nachdem wir mit BookTube angefangen haben, Nini und ich. Und zwar ist das Solar Beach. Und so sehen sie aus. Die sehen alle gleich aus. Also die haben nur unterschiedliche Farben und diesen total tollen schwarzen Buchschnitt, wie ich finde. Mag ich super gerne. Und Solar Beach, den ersten, diesen hier, habe ich 2013 begonnen. 2014 habe ich, glaube ich, tatsächlich auch den zweiten gelesen. Und den dritten habe ich lange, lange, lange warten lassen. Und ja, hier geht es um, wie heißt sie denn? Emily oder so? Nee, Ellie? Heißt sie Ellie? Alice heißt sie. Alice bekommt eines Tages eine E-Mail von ihrer Schwester, was an sich ja nichts Besonderes zu sein scheint. Aber ihre Schwester ist vor 4 Monaten und 5 Tagen ermordet worden. Und Tote schreiben bekanntlich keine E-Mails. Und hinter dieser E-Mail verbirgt sich noch wesentlich mehr als nur eine blanke Nachricht, sondern es ist eine Einladung zum Soul Beach. Und was es damit auf sich hat, das müsst ihr alles selber lesen. Vielleicht erfahrt ihr auch, wer der Mörder ist, wenn ihr Glück habt, oder auch halt nicht. Und vielleicht erfahrt ihr auch, was genau hinterm Soul Beach steckt. Ich war sehr neugierig. Das war so einer meiner ersten Jugendthriller. Hat mir damals gut gefallen. Hat mir auch jetzt das Ende ganz okay gefallen. Ich finde, die werden von Band zu Band ein bisschen schwächer. Ich finde die Auflösung in Ordnung, aber mir sind einige Fragen zu doll offen geblieben und das hat mir nicht so gut gefallen. Von daher gab es 4 Sterne. Ich habe eigentlich bislang nur gute Reihen gehabt, oder? Außer Ashes. Die waren nicht ganz so toll. Da war so ein bisschen kriselig. Aber ansonsten hatte ich ziemlich gute Reihen. Es tut mir leid, es juckt gerade. Naja. Weiter machen wir mit Dark Elements. Ja, den dritten habe ich tatsächlich noch geschafft, 2016 zu beenden, nämlich im Dezember. Und ich glaube, die habe ich auch alle 2016 gelesen. Alle drei. Ja, toll, oder? Den im Januar, den irgendwann danach und den im Dezember. Also, ne? Kann man in einem weglesen, geht auf jeden Fall. Ist nämlich von Jennifer Armentrout, die viele von euch ja bestimmt kennen. So sehen die Schätze aus. Ich finde sie wunderschön in der Neuauflage. Die gab es ja früher mal als Broschur. Aber die Hardcover sind einfach viel, viel toller, besonders auch mit dieser Metallic-Glanzoptik, das mag ich total gerne. Und ja, in Dark Elements geht es um Layla, genau. Und Layla ist kein gewöhnliches Mädchen, sie ist ein Hybrid, sage ich jetzt mal. Was für ein Hybrid, verrate ich euch nicht. Auf jeden Fall kann sie mit einem Kuss von sich den Personen die Seele entreißen, was sich natürlich als Teenager äußerst schwierig gestaltet, weil man will ja schon irgendwie Erfahrungen machen, kann sie aber nicht. Aber eines Tages trifft sie dann auf einen jungen Mann, der mehr zu sein scheint, als Layla im ersten Moment denkt. Da lasse ich es einfach mal stehen. Ich glaube, viele von euch haben es gelesen und werden es kennen. Ansonsten schaut euch gerne hierzu meine Reihenrezension an. Ich erkläre das da alles noch mal ein bisschen besser als jetzt hier gerade. Das war ein bisschen Fail, aber naja, egal. Ihr wisst auf jeden Fall, dass ich diese Reihe beendet habe. So, jetzt machen wir uns auf zum letzten Stapel. Ich ziehe den jetzt hier mal rüber und ich bin gespannt, ob er mir auf den Kopf fällt, weil ich glaube, das ist so mit der höchste Stapel. Da habe ich ein bisschen hochgestapelt. Oh, Wortspiel. Seht ihr ihn? Er ist ganz schön hoch. Okay, wir starten durch. Es sind 6 Bände. Das nächste, was ich euch hochhalte. Und zwar habe ich als Hörbuch gehört. Tatsächlich. Die Vampire Academy komplett. Das sind ungekürzte Hörbücher, von daher dachte ich mir, ach, gönn dir. Und ja. Ich glaube, viele von euch kennen Vampire Academy. Das ist ja auch schon eine etwas ältere Reihe. Da geht es um Rose. Und Rose ist eines Tages mit ihrer besten Freundin Lissa. Irgendwie, ich kann das gar nicht richtig zusammenfassen, stelle ich gerade fest. Die beiden Mädels wollen eigentlich ganz gewöhnliche Mädchen sein und unternehmen halt gewöhnliche Sachen. Doch sie sind halt nicht gewöhnlich, denn sie sind Vampire. Und eines Tages werden sie von den Angestellten der Vampire Academy aufgesucht, weil sie nämlich einfach abgehauen sind und werden zurückbefördert. Was natürlich bei den Mitschülern nicht gerade auf, Gutmütigkeit stößt und das gestaltet sich etwas schwierig und dann sind da auch noch Machenschaften und Intrigen am Werk in der Vampire Academy, von denen die beiden anfangs natürlich nichts zu ahnen glauben. Mehr will ich dazu gar nicht erzählen, weil ich glaube, anders kann man es nicht zusammenfassen, ohne zu spoilern. Ich fand sie alle gut, im Durchschnitt alle 4 bis 5 Sterne bekommen, von daher haben die auch 4 bis 5 Sterne als Durchschnittsbewertung hier. Also eher 4,5 wahrscheinlich, weil sich das, glaube ich, die Waage gehalten hat. Es gab 3, die mir besser gefallen haben und 3, die mir halt nur 4 Sterne mäßig gefallen haben. An eine Trilogie, dass ich diese tatsächlich beendet habe, ist ein Wunder.
was, glaube ich, einzig und allein der lieben Franzi zu Schulden geht, weil ich meine Motivation tatsächlich sehr im Bach runtergehen gesehen habe, wenn ihr versteht, was ich meine. Und zwar handelt es sich dabei um Eve und Caleb. Das sind diese Bände hier, so. An sich eine tolle Grundthematik, denn in Eve und Caleb geht es um die junge Eve, die auf einem Mädcheninternat aufwächst. Dort kriegt sie eingebläut, dass Männer böse Kreaturen sind, denen man nicht vertrauen darf, außer bestimmten Männern. Und sie soll im Rang für ihre Gesellschaft hoch angesehen werden, denn sie wird ausgebildet, sehr elitär. Sie alle werden sehr elitär ausgebildet. Doch eines Tages gerät Eve hinter die Fassaden und hinter die Geheimnisse ihres Internates und beschließt dann zu fliehen und trifft dabei auf Caleb und ihr ganzes Weltbild wird auf den Kopf gestellt. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich finde, die Grundthematik hört sich bombastisch an. Leider fand ich die Ausführung nicht ganz so gut. Der erste Band war nicht gut, der zweite war viel besser. Ich dachte, oh, jetzt tatsächlich steigert sich die Reihe und der dritte war wieder nicht gut. Also von daher leider sehr enttäuschend. Ich würde der ganzen Reihe vielleicht 3 Sterne geben. Noch eine Dilogie. Und zwar habe ich hier diese beiden Schätzchen, nämlich Nur ein Tag und Ein ganzes Jahr von Gail Forman. Das waren meine ersten Bücher von Gail Forman. Gar nicht, so rum müssen sie sein. Dann ergeben sie so ein Bild. Finde ich sehr, sehr hübsch gemacht. Und in diesen Büchern geht es um, wie heißt sie denn nochmal? Sie nennt sich Lulu. Aber wie heißt sie? Allison, genau. Es geht um Allison und Allison ist auf einem nach der Highschool-Trip sozusagen und sie hat es leider auf diesem Trip durch Europa nicht geschafft, Paris zu sehen, möchte das aber eigentlich gerne und eines Abends lernt sie dann einen Jungen kennen und dieser öffnet ihr die Tore zur Welt und die beiden machen sich für einen Tag auf nach Paris. Doch als dieser Tag vorbei ist, bleibt eine große Lücke zurück. Warum, wieso, weshalb, müsst ihr selbst lesen. Mir hat es gut gefallen. Ich mochte alle beide. Ich war etwas enttäuscht vom zweiten, weil ich eigentlich mir was anderes erwartet hatte, was ich dann nicht bekommen habe. Mir war das schlussendlich so ein bisschen kurz angespeist und von daher so 3,5 bis 4 Sterne für diese Reihe. Ja, nun kommt eine Reihe, die theoretisch gesehen damit nicht komplett beendet ist, aber die, naja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, so eigentlich beendet ist. Wisst ihr, was ich meine? Nein, wisst ihr wahrscheinlich nicht. Es dreht sich nämlich um das Tal von Christina Kuhn. Das ist die erste Season und ich finde, wenn die Season abgeschlossen ist, dann ist dieser Teil der Reihe halt beendet und von daher habe ich es jetzt mal als einzelne Reihe gewertet und die zweite Season ist halt die zweite Season. Und da haben wir hier das Spiel, die Katastrophe, der Sturm und die Prophezeiung. Ich habe mir die tatsächlich auch als Hörbuch angehört, die gab es umsonst auf Spotify. Fand ich gut gelesen, fand ich angenehm, konnte man sich halt anhören. War jetzt keine herausragende Reihe. Hier geht es nämlich um Julia und ihren Bruder. Und die beiden kommen halt aufs Tal hinter den beiden, und also hinter der Geschichte der beiden steckt aber viel, viel mehr als einfach nur Jugendliche, die eine Highschool oder ein College besuchen. Und auch ihre Freunde, die sie nach und nach finden, haben Geheimnisse, die sie zu verbergen versuchen. Und was genau das ist, erfährt man halt so nach und nach in der Geschichte. Ist so ein bisschen Mystery Thrill angehaucht und hat mir gut gefallen. War jetzt aber auch nichts Herausragendes, daher so 3 bis 3,5 Sterne. Und dann sind wir schon bei der letzten Reihe angekommen, tatsächlich. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr, aber nein, sind auch 5 Teile hier, die ich jetzt als nächstes hochhalte. Und zwar, kommt hier, seid ihr schwer, oh Gott. Okay, und zwar nämlich diese hier, nämlich die Helden des Olymp von Rick Riordan. Ich glaube, ich habe sie nicht richtig rum, oder? Doch. Und ja, so sehen die auch. Ist alle sehr blau angehaucht, wie ich finde. Und die habe ich auch als Hörbuch gehört. Die werden auch gekürzt. Fand ich aber auch nicht schlimm, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass mir hier viel Inhalt verloren gegangen ist, weil Rick Riordan auch sehr ausladend schreiben kann, wenn er möchte. Und das hat er bei Helden des Olymp meines Erachtens getan. Denn den ersten und zweiten Band habe ich selbst gelesen, tatsächlich. Ab dem dritten habe ich mich dann für das Hörbuch entschieden und von daher war ich damit auch sehr, sehr zufrieden. Ich kann euch sagen, hier geht es halt um die Geschichte nach Percy Jackson. Das ist das Spin-off. Oh Gott, sie sind so schwer, dass ich sie nicht halten kann. Hier geht es um Jason, der mit seinen Freunden zusammen ins Camp Half-Blood kommt. Und es stellt sich sehr schnell heraus, dass sich ein neuer Krieg sozusagen eröffnet nach dem Krieg von Percy und Co.
Und die Dimensionen erweitern sich. Was genau da vor sich geht, das müsst ihr selbst lesen, finde ich. Lasst euch da nicht zu sehr spoilern, sondern wenn ihr Percy Jackson mochtet, lest Helden des Olymps einfach. Der erste ist meines Erachtens nicht so stark gewesen. Ab dem zweiten ging es halt wahnsinnig bergauf. Bei mir lag es aber an einer bestimmten Tatsache, die ich jetzt hier nicht nennen werde, um euch nicht zu beeinflussen. Und ja, ansonsten aber eine gute Reihe, die mir gut gefallen hat. Also schaut sie euch gerne an. Rick Riordan ist einfach ein toller Autor. Ich kenne kein Buch von ihm, was wirklich schlecht war. Und von daher top, top, top. Ja, das waren meine 20 Reihen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde das Chaos jetzt hier gleich beseitigen, was um mich herum herrscht. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch bestimmte Reihen gefallen hat, was ihr vielleicht oder wie viele ihr 2016 beenden konntet, was ihr euch für 2017 vornehmt. Und nächste Woche seht ihr dann meine angefangenen Reihen von 2016. Ich weiß, es kommt alles ein bisschen spät, aber ich habe es organisatorisch leider nicht anders hingekriegt, die Sachen zu drehen. Aber ich finde, alles, was im Januar noch über 2016 kommt, ist angemessen. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr auch nicht. Und ja, schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Da findet ihr alle Sachen, die ihr braucht. Reihenvorstellungen etc. pp. Zu Helden des Olymps habt ihr euch ja, glaube ich, auch Reihenvorstellungen gewünscht. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich das zeitnah mache. Und ja, ansonsten war es das. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, meine Lieben.